Eine mobile Website erstellen mit MobiHexer. Wir sehen das Bearbeitungsmenü. In diesem Überblick möchte ich Ihnen einfach die Bestandteile des Menüs und damit auch die Bestandteile der Website zeigen. Eine Website besteht, wie Sie wissen, aus einzelnen Seiten. Das sind hier die sogenannten Mobi-Seiten. Dann gibt es hier einen Vorrat von Bildern. Eine Seite kann maximal ein Bild enthalten. Wir müssen daran denken, ist ja fürs Handy. Da sollen die Seiten klein und übersichtlich sein. Und dann gibt es die Mobi-Links. Das sind die externen Links. An anderer Stelle wird die Rede sein von Links zwischen den Seiten. Aber hier sind es die Links, die nach draußen gehen. Und schließlich haben wir Adressdaten und Einstellungen. Das ist klar, Einstellungen heißt beispielsweise, ich kann einen Slogan eingeben, der für die gesamte Website gilt. Damit haben Sie die Datenarten gesehen, aus denen eine Website bei MobiHexer besteht. Seiten, Bilder, ausgehende Links und globale Daten für die Website. Auf der rechten Seite dieses Bildschirms sehen Sie die Darstellung. Ich kann hier einzelne Seiten aufrufen und sehe die Darstellung und insbesondere wenn ich eine Seite bearbeitet habe, kommt die Darstellung. Ich kann jederzeit zur Hilfe wechseln, um wieder etwas nachzuschlagen. Als drittes geht es um diese Menüleiste hier. Ich kann die Bearbeitungssprache zwischen Deutsch und Englisch wechseln und hier gibt es eine Vorschaufunktion. Da gibt es verschiedene Vorschaumöglichkeiten. Ich möchte die drei hier anschauen. Normal, PC und OnePage. Was soll das heißen? Die normale Vorschau ist einfach das hier. Das ist die normale Vorschau. Das ist eine simulierte Handyansicht. Wir sehen zum Beispiel hier Seitentitel, Linkblock, ein Kurztext hier und das Bild und ein längerer Text. Das ist jetzt die Seite Pension Zimmer. So, jetzt schauen wir mal hier in die PC-Ansicht. Die PC-Ansicht ist für den Bildschirm optimiert, das heißt, hier sind die Elemente nebeneinander geordnet. Wir haben hier wieder Linkblock, wir haben hier den Kurztext, wir haben hier den Titel, das Bild und den längeren Text. Also anders als auf dem Handy sind hier die Seitenelemente horizontal und vertikal so angeordnet, dass es für den Bildschirm passt. Als weiteres haben wir einen sogenannten One-Page-View. Der One-Page-View ist sehr praktisch. Er zeigt uns nämlich sämtliche Seiten der Website auf einem Webdokument. Wir haben also beispielsweise, wenn wir hier wieder gehen zu Pension Zimmer, da haben wir jetzt wieder hier die Überschrift dieser einzelnen Webpage, den Kurztext, das Bild und den längeren Text. Und aus den Links im Linkblock werden hier im One-Page-View einfach lokale Links, mit denen wir nach oben und nach unten flippen können. Damit haben wir in einem ersten Überblick die Elemente einer Website kennengelernt, wie sie bei MobiHexer verwendet werden.